So, Julia, eine kleine Premiere. Die Kanne wurde jetzt zum ersten Mal gefüllt mit Kaffee. Vielen Dank, ich finde es sehr wundervoll. Also, man darf nicht vergessen, ne? Das ist sozusagen deine Goldmedaille für den Europameistertitel. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier bin. Ja, das muss man sich mal überlegen. Aber es ist wirklich schönes Klavier. Das ist, was hast du vorhin gesagt, 32 Jahre alt? Ja, genau. Ja, ist immer wieder schön, wenn man es mal irgendwo sieht, ne? Absolut, ich Sonst meine. habe ich es im Museum mal irgendwo gesehen oder ja, auf meinem Dachboden hole ich es seltener Und jetzt bist du weg. extra aus Bochum angereist, damit wir in Berlin hier schön sitzen und damit trinken. Also, ihr Lieben, Women Hitada Folge 35. Und ich habe heute wirklich einen ganz speziellen Gast, nämlich eine lebende Legende, Petra Landers, Fußball-Europameisterin von 1989. Und hier ist sie. So, Hallo. und jetzt in diesem Sinne, ich muss noch mal auf diesen schrecklichen Ja. Kaffee nehmen. Es ist wirklich verrückt. Ich habe es ja schon gesagt, lebende Legende, Petra Landers. Ja. Fußball-Europameisterin und der DFB kommt auf die Idee, euch ein Kaffeeservice zu schenken. Ist doch Ja. schön. Ja, ist eine tolle Idee gewesen. Ist auch, ja, also ich bin mittlerweile stolz, dieses zu besitzen und Museen fragen an, ob sie es mal für eine Ausstellung haben können und dann kommt es mal raus. Ne? Bei mir steht es nur auf dem Dachboden eingepackt, schön wie damals. Und ja, also ich freue mich wirklich darüber. Also, was hast du gesagt? 44 Teile, ne? Also für 6 Personen. Genau, 44 Teile. Teller, Untertasse, Kanne, eine Sauciere. Und habe ich was vergessen? Ach, ganz viel hast du vergessen. Du hast jetzt erst drei aufgezählt von 44. Nein, Schüsseln und so sind da auch noch bei. Also, ja. Ich meine, das kann man sich echt, zwar ein historischer Sieg, ja, die deutsche Mannschaft der BRD wird Europameister. Das muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, jetzt in der EM und die Männer kriegen ein Servi. Was würde denn da los sein? Vielleicht würden die sich auch freuen. Geld ist nicht immer alles. Ach Mensch, aber lass uns doch mal darüber sprechen. Du bist ja nun wirklich, seitdem ich dich kenne, und also Fußball hat ja schon immer irgendwie dein Leben geprägt. Du hast in der Jungsmannschaft gespielt, du hast damals eine Frauenmannschaft gegründet, du hast alles, dein ganzes Leben irgendwie gestaltet um den Fußball herum. Wie kam denn diese Leidenschaft zum Fußball eigentlich? Ja, da streiten sich die Geister. Also aus der Familie heraus kommt es nicht. Ich denke mal, vielleicht hat mein Cousin mich da mitgepackt. Er hat mich immer mitgenommen, wenn er mit seinen Freunden Fußball spielen war. Da war ich so 8 oder 9. Und dann haben wir in Bochum auf der Blunerwiese gepölt. Ich durfte mitspielen. Ich wurde akzeptiert. Ich habe mich immer wohlgefühlt. Und ja, Straßenfußball gespielt. Immer mit den Jungs unterwegs, immer bereit, immer eine Sporthose unter meiner Jeans getragen. So. Warte kurz, ich zieh mal Ja, die Jeans aus, ich ja. bin bereit. Diesen Richtig. Superman-T-Shirt Ja. drunter. Und ja, so hat es mein Leben bestimmt. Also, so lief es ab. Dann hatte ich über dich gelesen, was ich richtig toll fand. Also, du hast ja dann auch noch nach sozusagen deiner Fußballlaufbahn, oder nee, während deiner Fußballlaufbahn hast du ja noch eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker oder Mechatronikerin gemacht und hattest also zwei Sachen, die quasi Männersachen sind, ne? Das Kfz und den Fußball. Aber das ist ja einfach mega geil, dass du auch gesagt hast, nee, wieso, ich bin trotzdem eine Frau. Klar, die Akzeptanz war auch früher nicht ganz so groß, aber trotzdem, ich bin immer meinen Weg gegangen. Da habe ich mich von keinem stören lassen. Da habe ich auch dem einen Chef oder dem anderen auch dann so meine Meinung gesagt. So, wenn es nicht funktioniert mit uns, dann muss ich halt den Job wechseln oder so. Ja, es hat alles funktioniert, wenn man mich nicht stört. Hast du mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt oder noch vielleicht? Ja klar, es hat ja gar nicht aufgehört, aber es hat sich gebessert, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, früher, vielleicht hatte ich aber auch das Glück, ich sah aus wie ein Junge. Ne? Man hat mich nicht unbedingt als Mädchen erkannt und dementsprechend habe ich schon mal weniger einstecken müssen. Aber trotzdem kamen diese Sprüche mit, ja, wie wir es kennen mit dem Trikottausch und diese Sachen und die haben ja teilweise Leute immer noch drauf heute. Und die Akzeptanz hier in unserem Land, wir denken immer, moa, wir sind ganz oben, ne? Gender Equality, nein, ist ja gar nicht so. Wenn wir sehen, die Berichterstattung über die Frauen, über Bundesliga, Nationalmannschaft, hängt ja immer noch alles im Keller. Und ich wünsche mir, dass das einfach mal ein bisschen wieder raufgeholt wird. Ja, dass wir auch mal so richtig ans Licht kommen. Damit meine ich nicht finanziell, sondern die Anerkennung. Die ist für mich die wichtigste.
Es ist ja auch tatsächlich so, ich meine, du kommst aus Bochum, das haben wir ja gesagt. Du hast wirklich für die Stadt, für das Land, für die BRD, also ich meine, du hast so viel erreicht. Du bist ein Sinnbild für Erfolg und für Gender-Kram, ja, sag ich mal. Und jetzt kommen sie endlich auf die Idee, dich auch mal zu ehren in der Stadt Bochum. Da musst du unbedingt noch mal was zu sagen. Ja, ich habe dieses Jahr Post bekommen von der Stadt Bochum, dass ich geehrt werde. Ich bekomme den Ehrenring. Soll ein Fingerring sein. Und im September soll die Ehrung stattfinden. Ich war überwältigt. Ich konnte es nicht glauben, dass dann Bochum doch entdeckt hat, hey, wir haben hier eine Fußballspielerin. Wir haben ja noch eine andere Nationalspielerin, Annike Krahn, die dann nach mir gespielt hat. Die hat übrigens auch da gespielt, die Mannschaft, die ich beim TuS Harpen gegründet habe. Auch lustig. Nee, aber es ist toll. Also ich mag diese Anerkennung, egal wann sie kommt. Und da freue ich mich dann immer noch drüber. Das ist schön. Man darf jetzt auch nicht vergessen, also du bist der Europameister geworden 1989 und du warst ja, sagen wir mal, auch leider gequält durch immer wiederkehrende Verletzungen aller Art. Ne? Und zum Beispiel, ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt jetzt, dass du ja noch im Halbfinale quasi gespielt hast. Also du hast die Mannschaft ins Finale gebracht und dann konntest du das Finale nicht spielen, weil du mit gerissenem Kreuzband gespielt hast. Ja, 4 Wochen vor unserem Zusammenkommen mit der Nationalmannschaft, vor der Europameisterschaft, habe ich mir in Berlin das Kreuzband gerissen. Und wir sind dann mit dem Bus noch Richtung Heimat. Ich musste mit dem Auto dann auch noch nach Hause fahren und war noch im Krankenhaus. Die Ärztin sagte so, ist eine Zerrung im Knie. Das war ja auch noch unser großes Problem früher. Dass man nicht genau wusste, was los ist. Genau. So, und dann hat die mir schön wärmende Salbe ins Knie geschmiert, in die Kniekehle geschmiert, Verband drum. Und danach konnte ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Hätte es kühlen müssen. Ja, ja, klar. Aber sie meinte, bei einer Zerrung muss sie wärmende Salbe drauf. So, dann bin ich halt zur Firma gefahren, habe mit dem Auto vor der Firma gestanden, weil es gab kein Handy und nichts. Ich konnte jetzt keinem so wirklich Bescheid sagen. Leute, ich kann gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Hab gewartet, bis mein Chef kam und dann sind wir rein und dann konnte ich den DFB anrufen und konnte das erklären. Und dann wurde ich auch ganz schnell operiert, habe dem Arzt gesagt, so guck mal rein. Wenn es zu schlimm ist, guck, was du retten kannst. Ich möchte auf jeden Fall bei der Europameisterschaft dabei sein. Und ja, ich bin wach geworden. Er meinte, so Petra, ich habe das gemacht, was ich konnte. Jetzt bist du dran. Ja, und dann bin ich sofort zum Training, Stützpunkttraining. Und hast du die Rache denn von deinem Körper zu spüren bekommen? Nee, gar nicht. Es ist immer noch das Positive da. Ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Weil hätte ich aufgehört, ich wäre nicht mehr reingekommen. Ich war da 27. Und dann nochmal nach einer langen Operation oder nach einer langen Verletzung, weil damals hätte es noch ein bisschen länger gedauert. Ne? Mhm. Und für mich war es okay. Adrenalin war so hoch. Also ich habe getaped und dann kann man auch ohne Kreuzband spielen. Ich habe es noch 2 Jahre danach gemacht. Vor allen Dingen denkt man ja wirklich, es geht um Leben und Tod. Ne? Sonst ist ja so, wenn man das geschafft hat, mit der Mannschaft so eine Qualifizierung sich zu erarbeiten, dann denkt man, es geht um Leben und Tod. Man kann jetzt nicht fehlen. Ja, ja, genau. Ist so. Ja, aber bei mir auch. Also, lass uns aber nochmal, du bist ja auch nicht nur Europameisterin, du bist ja auch Deutsche Meisterin 82, 83, 88, 89 und du bist DFB-Pokalsiegerin 1982. Das sind halt schon, also für die damalige Zeit, ne, wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, das war schon echt ein krasser Meilenstein, den ihr da geleistet habt. Ja, eine Sache hast du vergessen, wo eigentlich alles mit anfing, inoffizielle Weltmeisterin mit Bergisch Gladbach 81 in Taiwan, als Taiwan eingeladen hat zu diesem Turnier und der DFB hat abgelehnt, ja, wir haben keine Nationalmannschaft. Und dann wollten die aber zumindest die stärkste Mannschaft aus Deutschland. Dann ging die Einladung an Bergisch Gladbach. Ich bin 81 nach Bergisch Gladbach gewechselt. Und die haben die Einladung angenommen. Es wurde Geld gesammelt, es wurden Sponsoren gesucht. DFB hat nichts dazu getan. So, und dann sind wir mal eben nach Taiwan geflogen und haben den Titel geholt. Und daraufhin wurde das Jahr später eine Nationalmannschaft gegründet. Also das war eigentlich mein Startschuss. Aber hast du denn, ich meine, du hast ja auch einen Rang und einen Namen und du hast ja auch diverse Netzwerke. Hast du denn jemals nochmal mit dem DFB darüber gesprochen, dass, was dann 1981 passiert ist? Ich glaube, die Gespräche kommen so langsam. Weil es ist einfach nicht zu glauben, ja. Ihr habt da so einen Erfolg, so einen Meilenstein. Und ja. So ohne Würdigung.
Ja, aber die kommt jetzt auch. Also schön, 30 Jahre später schuldiger, als ich sage, aber das ist halt einfach. Aber wie gesagt, ich freue mich über jede Anerkennung, auch wenn sie später kommt. Hm. Hauptsache, die kommt. Und John Seidler hat ja diesen Film gemacht, Das Wunder von Taipei. Und der erzählt natürlich diese Geschichte hervorragend, sodass es auch wirklich viele berührt, was damals abgelaufen ist. Und auch der DFB zeigt Reaktionen, dass das ein toller Film ist, eine tolle Dokumentation, dass es auch damals schon Frauenpower war, was wir betrieben haben. Ich wusste davon ja noch nichts. Ich habe es einfach mitgemacht. Aber ja, es ist eine Geschichte, die bleibt. Und daraufhin wurde alles aufgebaut. Du bist also im wahrsten Sinne des Wortes eine Revolutionärin. Ja, ja. Und das war dir nicht mal klar? Genau, genau, so ist es. Das Wunder von Taipei, das ist doch dieser Ausschnitt, den ich auch schon mal geteilt habe von dir, ne? Wo ich gesagt habe, Petra, ich liebe dich. Wo du einfach erzählst und erzählst und auf einmal hast du dich ein bisschen verschluckt und hast gesagt, du brauchst jetzt unbedingt Wasser. Ja. Und dann schmundelt dir die Flasche dann und du hast so John. Schön gelacht. Das macht so süchtig, wenn man das einfach hört, wie du da lachst. Also muss man sich unbedingt mal angeguckt haben. Ja, großartig. Ja, das war auch. Das war eine super Szene und ich konnte mich nicht mehr halten. Du hast wirklich immer auch so eine Lache, die ist so, sie zieht einen so mit, dass man einfach nicht anders kann, ja. Okay. Ja, aber es ist ja auch toll, dass ich finde, dass jemand sozusagen auf die Idee kommt, diese Geschichte endlich mal sozusagen anzugehen und daraus wirklich einen Film zu machen. Das heißt, der hat ja auch mit den anderen Spielerinnen von damals Interviews geführt. Ja. Und sind die Geschichten eigentlich ähnlich wie deine? Also auch mit zum Thema Wertschätzung, dass die Anerkennung fehlt? Oder haben die auch gesagt, ja, Hauptsache, die kommt irgendwann später? Oder ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen dann auch schon ein bisschen differiert haben, oder? Ach ja, klar. Viele haben jetzt auch gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Die haben damals halt gespielt und danach nichts mehr gemacht. Die eine oder andere interessiert sich weiterhin, Fußball zu gucken oder Nationalmannschaft. Aber ich bin, glaube ich, die Einzige, die jetzt noch aktiv ist von der Truppe. So, die auch noch manchmal spielt. Und ja, die den Ball immer noch, ja, das ist so eine kleine Sucht. Ne? Sehe ich einen Ball rollen, muss ich hin. Ja, ist doch super, ist doch super. Ich meine, du bist ja auch wirklich, immer wenn ich so sehe, was du so machst, du bist ja permanent on fire. Also du gehst, trainierst so viel, dann mit deinem Fußball und dann hältst du dich fit. Ich meine, viele sagen ja ab einem gewissen Punkt X, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, das setzt durch, will mich nicht bewegen. Und du sagst so, nee, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit für dich. Ich glaube, wenn man so mit Leib und Seele Sportler ist, dann ist es ja auch wie das tägliche Essen und Trinken, oder? Es ist auch nicht nur für mich, ich möchte auch zeigen, so anderen, ne? Man kann sich immer bewegen, egal in welchem Alter. Ich habe mich früher bewegt, wo ich jung war. So, und jetzt habe ich meine 59 und ja, ich kann mich ja immer noch bewegen, ne? Ist ja alles fast gleich geblieben. Und wenn der Wille da ist, und dann kann man immer noch alles machen, alles. So, jetzt müssen wir nochmal unbedingt zum Thema Wille, ne? Wir haben uns ja gestern Abend schon getroffen, aber man muss jetzt auch nochmal sagen, ich meine, du hast den Fußball, dann hast du das Kfz, Mechatronik, Ausbildung, die natürlich. Dann hast du mal eine eigene Druckerei gehabt. Du hast da erst gearbeitet, dann hast du die aber übernommen. Genau. Da müssen wir auch nochmal unbedingt drüber sprechen. Und dann warst du ja sozusagen jetzt die letzten Jahre in der Kinderbetreuung U3. Tätig. Genau, U3. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, na, cut. So möchte das jetzt einfach nicht weitergehen, ich möchte nochmal was anderes. Und du hast jetzt ja so viele Projekte vor. Also bitte, das Wort gehört dir. Ich möchte da auch gar nicht vorweggreifen. Ja, es war vor 2 Monaten ein Bauchgefühl. Das hat mir gesagt, Petra, du musst jetzt aufhören zu arbeiten. Du musst jetzt zu dir finden. Du musst einfach mal wieder zu dir selbst zurückkommen und zu mir zu kommen. Das heißt Sport, Fußball, mit Menschen, die froh sind, sich mit mir auch zu bewegen oder überhaupt mit denen man sich auch so beschäftigen kann. Mhm. Was ich vorhabe, ist ganz einfach. Ich habe noch keinen Plan B. Ich muss natürlich immer noch Geld verdienen irgendwie. Ich muss ja meine Miete bezahlen. Aber das ist für mich zweitrangig. Für mich ist jetzt, ich mache mir jetzt Gedanken, ich möchte was aufbauen in Ghana, eine kleine Fußballschule. Und ich möchte reisen, ich möchte in Länder reisen, wo ich noch nie war, so einfach, um für die Mädchen und Frauen da zu sein, weil ich kenne meine Geschichte und die befinden sich gerade in einer ähnlichen Geschichte. Ich kann also wirklich erzählen, welche Wege man gehen kann, um besser damit klarzukommen, dass man sich einfach stark macht, um gegen das Geschlecht Mann sich durchzusetzen, weil wir hatten das gleiche Problem und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und mir macht das Freude, solche Arbeiten mit den Frauen und Mädchen durchzuführen. Es ist alles mit Fußball und das ist mein Vorteil.
Und wir haben Spaß dabei und ja, es ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen, ist es nicht verrückt, dass, ich sag mal, so weit weg von zu Hause Menschen dir so viel Wertschätzung geben, weil sie einfach schätzen, deine Expertise, deine Erfahrung, einfach, dass du da bist, dass du dich mit dem beschäftigst, dass du mit deiner kompletten Women-Power da mal so ein bisschen Licht hinbringst, ja? Ich meine, durch dich wird ja auch vieles publik gemacht, endlich mal. Die Missstände vielleicht sogar bekannt gemacht. Ja? Ich meine, wir brauchen ja nicht sprechen, in Nordafrika oder Pakistan oder keine Ahnung, die Frauen sind vermummt. Stichwort Discover Football, das ist ja auch so ein Event, der dann immer in Berlin stattfindet. Frauen aus aller Herren Länder sozusagen reisen an und man denkt immer so, einem geht es hier vielleicht gar nicht so gut, ja? Aber wenn man dann hört, was andere Frauen so durchgemacht haben. Ganz genau. Also durch Discover Football bin ich auch an diese Arbeit gekommen sozusagen oder Interesse. Als 2010 Discover Football anfing, durfte ich in der Jury sein und wurde erste Mal mit Länder oder mit Frauenmannschaften konfrontiert auf dem Papier, wo wir aussuchen mussten, wen wir einladen. Und da habe ich Geschichten gelesen und da habe ich Gänsehaut bekommen. Und ich habe mich da vorher nie drum gekümmert, weil ich ja selbst aktiv war und und auf jeden Fall habe ich gedacht, so wow, ne, das sind Sachen, die berühren mich und da möchte ich irgendwann mal mit einsteigen, dass ich da einfach helfen kann oder so. Darf ich fragen, was du da so für Geschichten gelesen hast? Hast du mal vielleicht ein, zwei, wo du sagst, die sind so berührend, dass man sie einfach mal erzählen muss? Das sind Mädchenmannschaften als Beispiel, Afrika, wo die sind in einer Organisation, die spielen für eine Organisation, die zum Beispiel gegen Gewalt an Mädchen und Frauen ist, gegen HIV. Und es gibt Geschichten, ich war jetzt öfter in Sambia, dass man manchmal gar nicht weiß, da haben Kinder, die eigenen Kinder auf dem Rücken. Und wenn ich Kinder meine, dann sind das 12-, 13-jährige Mädchen, die dann ihre Babys auf den Rücken tragen, weil die einfach missbraucht werden. Nicht alles, klar, aber es gibt diese Schiene da und durch den Sport oder über den Sport kann man die aufklären, man kann sie stärker machen, man kann den Selbstwertgefühl mitteilen. Das sind dann tolle Begegnungen, die man haben kann, was man den Mädchen mitgeben kann. Tatsächlich haben wir uns ja auch bei Discover Football kennengelernt, glücklicherweise. Und ich weiß noch, da haben wir damals in dieser Umkleidekabine gesessen mit den Frauen. Und dann gab es da so ein Briefing, da wurden viele Dinge besprochen. Und dann ging es darum, da waren irgendwie so Gegenstände in die Mitte gelegt worden. Kannst du dich daran erinnern? Und jede Frau sollte sich sozusagen so einen Gegenstand nehmen und dann sozusagen eine Geschichte erzählen, was sie da damit verbindet. Und ich weiß noch, da waren zwei, drei Frauen, die konnten gar kein Wort mehr rausbringen, weil die einfach sofort angefangen haben zu weinen. Weißt du das noch, wie bewegend das war? Ja. Also das ist schon... Da machen wir uns kein Bild von hier. Ja. Das kriegt man mit, wenn man wirklich auch sich mit diesen Menschen beschäftigt. Ja. Und ein bisschen kümmern kann jeder. Man kann Interesse zeigen und das ist schon eine Menge Hilfe, die man leisten kann. Ich muss mal sagen, es war ja auch, ich meine, die sind dann eingeladen worden, dann sind die quasi in Berlin, haben gespielt, haben da tolles Turnier gehabt. Und das Schlimmste ist ja, dann wird ja hierzulande auch eine Berichterstattung gemacht. Gott sei Dank. Aber die wiederum müssen extrem vorsichtig sein, dass sie keinem Mann oder wem auch immer die Hand geben, weil wenn sie zurück sind, gibt es erstmal richtig Ärger. Da gibt es ja auch Leute, also ich habe jetzt von einer anderen Sportlerin, die war im Taekwondo. Die musste mal auf dem Sportwettenkampf aufpassen. Also erstmal durfte sie ihre Nägel nicht lackieren. Und dann, wenn die ganzen Funktionäre kommen und dir zu deiner Medaille gratulieren, dann musst du sie ihre Hand hier lassen, dass keiner auf die Idee kommt, ihr die Hand zu geben. Ach. Weil international ist es ja gängig mit Damen. Ne? Und sie hat halt gesagt, weil sie einfach Angst hat, was zu Hause passiert. Ist das nicht schlimm? Ja, es ist schlimm. Es ist, Ich habe da einfach gar kein Wort zu. Ja, es ist noch viel zu tun. Also, ne? Wir könnten so viel tun, lass uns mal anfangen. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber erzähl mal, wenn du jetzt sozusagen hier also das erstmal so zurücklässt und dann nach Afrika gehst, um da diese Sportschule oder Fußballschule zu gründen. Erzähl mal, wie du dir das da alles so vorstellst, so in der Idealvorstellung. So erstmal lass so ein kleines Häuschen da hinsetzen. Ich weiß noch nicht, ich muss erst noch gucken, wie viel Geld ich so einholen kann. Ich versuche natürlich über Spenden was zu bekommen. Und das Wichtigste ist ein Fußballplatz. Und wenn es nicht die Originalgröße hat, dann ist es vielleicht ein halber Platz, aber wo wir vernünftig drauf spielen können. Und und dann versuchen natürlich, Projekte dort ablaufen zu lassen,
muss ich natürlich auch Projekte bekommen von hier oder da. Ja, ich möchte ganz einfach Kindern auf den Dörfern, in den Dörfern, die Schwierigkeiten haben, überhaupt in die Großstadt zu kommen, die haben keine Möglichkeiten, an solche Projekte überhaupt teilzunehmen. So, denen möchte ich einfach einen Platz schaffen. So, hier können wir Fußball spielen. Mhm. Ich war letztes Jahr in Ghana. Das war auf dem Dorf. Und wir haben angesagt, dass ich eine Trainingseinheit mache. Ich hatte nachher da, ich weiß nicht, 40, 50 Kinder, Jungs, Mädchen. Und die wollten dann mit mir Fußball spielen. So, das sind so Momente, wenn ich dann so eine Fußballschule da habe. Oder einen Fußballplatz, egal wie ich es jetzt bezeichne erstmal. Damit gebe ich denen so viel Freude und Perspektive, ja, vor allen Dingen. Ja, klar. Denn über den Fußball kann man ihnen auch wieder so viele Sachen mitgeben. Ja. Ich meine, guck mal, das haben wir auch schon besprochen, ne? Es gibt ja auch so viele sozusagen schwarze Fußballer, die in Deutschland richtig Karriere gemacht haben, ne? Und es ist ja auch toll, dass es sozusagen ankommt. Mensch, ey, was die schon irgendwie durchlebt haben. Und deswegen hast du ja auch gesagt, du willst ja unbedingt die auch ansprechen, ne? Anschreiben, sozusagen. Die haben was Gutes für Deutschland gekriegt, das muss also jetzt wieder aber zurück. Also die Synergien und die Energie müssen fließen, ne? Ja, ja. Kennst du eine schwarze Fußballerin, die es geschafft hat, sozusagen aus solcher Armut in Europa sich zu etablieren? Fällt dir da was ein? Ach, nee, ich habe gar nicht zu den Oberen den Kontakt, weil ich spiele mit denen, die ich für den Fußball begeistern möchte, diese Basic-Sachen, die Mädchen, die wirklich anfangen. Ich möchte die einfach dafür begeistern. Und deswegen, ich werde auch nicht auf Talentsuche gehen. Das fragen mich ja auch viele, ne? Weil ich möchte kein Geschäft damit machen. Ich möchte nicht wer weiß, in welches Land schicken und dann wird sich nicht richtig gekümmert. Nee, würde ich gar nicht machen wollen. Ich möchte vor Ort da sein für die Kinder. Und was die dann daraus machen, können sie für sich entscheiden. Aber für mich ist wichtig, da zu sein. Ja, toll, großartig, weißt du. Es gibt ja wirklich nicht viele Menschen, die da so selbstlos sind wie du. Ich weiß nicht. Naja, das ist toll, dass du wieder auch so eine Energie zurückgibst. Ja. Ne? Ich meine, ich muss jetzt auch mal noch Kaffee einschenken. Aus dieser Kanne, aus dieser Sonderkanne. Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf. Und ich denke auch mal, dass ich den einen oder anderen Profifußballer anschreiben werde, der auch aus Ghana kommt und in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Für mich ist es kein Muss, dass die was zurückgeben müssen, ne? Ich freue mich natürlich, wenn die sich so ein Stückchen interessieren und vielleicht auch wieder so einen kleinen Weg dafür aufmachen. Und das wäre toll, würde ich mich freuen, ne? Ja, vor allen Dingen, weil ja da ganz andere Mittel dahinter stecken. Naja, das sind alle was wie viel Geld im Männerfußball. Also ich hasse das immer, muss ich ehrlich sagen, dass ich das auch klassifiziere. Aber es gibt nun mal den Männerfußball und den Frauenfußball. Und ich weiß, dass in dem Männerfußball einfach ganz andere Mittel stecken. Also in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, wenn du nur einen Spieler hast, der ein bisschen Standing hat, ey, du kannst ja damit so viel bewirken, ja? Hast du ja gesehen, hier, Ronaldo stellt die Cola weg. Ja. Und was passiert? Die Aktien brechen ein. 2%, das waren irgendwas, haben wir gesagt, 4 Milliarden? Ja, genau, haben wir auch. Ich meine, guck mal, wenn du so jemanden erreichst, ja, was dann passiert? Du kannst damit die Weltwirtschaft zum Krachen bringen. Also, überspitzt natürlich jetzt, ja. Nee, aber so kann es laufen bei mir, ne? Weil ich schließe die eine Tür und es werden sich andere Türen öffnen und ich freue mich drauf und bin gespannt, was für Türen sich noch öffnen werden, weil ich bin total bereit und werde alles dafür geben, dass ich da helfen kann. Das ist wirklich toll. Ja. Und vielleicht auch irgendwann dann nochmal was in Sambia machen, weil da habe ich eine ganz große Familie auch. Und ach so, das ist auch das Bild, was du im Profil hast, ne? Wo du das kleine Kind... Genau. Das ist Sambia, das, ne? Ja, da war ich das erste Mal in Sambia, 2014. Ja. Erzähl mal aus Sambia. Ich habe diese Mannschaft ja 2010 bei Discover Football kennengelernt und habe denen gesagt, so Leute, euch komme ich irgendwann mal besuchen. Wie das ist so mein Ding, ne? Ich komme euch mal besuchen. Und 2014 war es soweit. Ich war wieder kurz vor so einem, ach, alles nicht so gut und ich buche jetzt einfach. Und über eine Freundin habe ich dann so einen Kontakt bekommen, die hat gefragt, hör mal, möchtest du nicht, wenn du schon dahin fliegst, auch mit den Mädchen Fußball spielen? Und ich dann, ja, habe ich noch nie gemacht jetzt so, einfach in so eine Rolle schlüpfen, aber mache ich einfach. Und dann habe ich den Kontakt über sie bekommen mit einer Organisation vor Ort. Und oh, es war
es war so toll, mit den Mädchen zu spielen. Wenn man sieht, die sind bereit, die sind immer bereit, so wie ich früher auch war, ne? Wird Fußball gespielt, so. Die haben keine Schuhe an, nicht, sie spielen barfuß auf Böden, da würden wir nicht drauf spazieren gehen mit Schuhe, ne? Gefährlich, mit, da kommen Felsen raus, da liegen Scherben drauf, aber das ist denen egal, ne? So, die wollen Fußball spielen. Und das hat mich so gerührt und an meine Zeit so erinnert. Diese Leidenschaft, die einfach da ist. Ja. Ne? Und so, und dann habe ich gesagt, so, ich komme wieder. Ich möchte das immer wieder machen, immer weitermachen. Mhm. Und ja, so ist es gelaufen. Dann war ich, in diesem Jahr bin ich dann nochmal hingeflogen, ohne diesem Fußballprojekt. Mhm. Ich habe alles selber bezahlt, sozusagen. Ja. Oder so gut wie alles. Und bin dann mal da so ein bisschen rumgelaufen. Freunde, die nennen es nicht Freunde, sondern du gehörst dann zu einer Familie. Mhm. Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Und egal, wann ich hingekommen bin, ich wurde immer aufgenommen. Ich brauchte mich nie um ein Hotel kümmern oder so. So sind die Menschen da. Die haben wenig. Ich habe auch oft in so einem armen Viertel dort gelebt, Shawarma. Und Das war Begeisterung pur. Ich habe so in so einem Zimmerchen mitgewohnt, so nach oben hin hat man die Sterne gesehen. Also offen? Ja, nee, da war ein Dach drauf, aber es war so durchlöchert. Ach so. Und es war, ja. Und Kinder ohne Ende, aber die sind da alle mit dem Ball rumgezogen und die haben Spiele gespielt, die haben was in den Boden gekritzelt, irgendwas, wo ich dachte, oh, das Spiel kenne ich auch, das habe ich früher auch gespielt. Ich habe mich da gesehen, 50 Jahre vorher. Von meinem Leben her gesehen. Es hat mich total mitgenommen. Und ich habe so gedacht, ja, irgendwie gehöre ich hierhin. Ne? Und ja, das Gefühl hört da nicht auf, egal in welches Land ich komme. Es erinnert mich an meine Jugend. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Während du erzählst und man schaut dir in die Augen, ja, da funkelt es. Das weißt du sprichst von Sternen und man denkt, krass, da sind Sterne drin. Ja, das ist ja mega, was du da versprühst. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, das wissen denn zum Beispiel die Kinder auch zum Teil, wer du bist? Anfangs nicht, weil ich möchte auch gar nicht, dass man mich hochstellt, ne? Sondern ich möchte einfach dazugehören zu der Mannschaft, die jetzt da Fußball spielt. Ne? Mhm. Klar, der eine oder andere sagt da so, ja, man, ne, ist Nationalspielerin gewesen und so, aber da können die ja auch gar nichts mit anfangen. Also na, ich bin auf Deutschland, Deutschland. Ja, und ich versuche auf Augenhöhe zu sein und möchte ein Teil von denen sein und nicht eine Person, die herabguckt oder so. Mhm. So wollte ich nie behandelt werden und so möchte ich auch andere nicht behandeln. Ja, das ist schon eine tolle Einstellung, die du da hast, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe jetzt mal was anderes für dich. Mhm. Und zwar 15 schnelle Fragen. Oh! Aber die eine kann ich auch jetzt schon mal antworten, weil ich das jetzt mitbekommen habe. Aber Kaffee oder Tee? Kaffee. Haus oder Wohnung? Wohnung. Fahrrad oder Auto? Beides. Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. Weiß oder schwarz? It doesn't matter, is it black or white? Michael. Beides. Ja, beides. Hm? Halb leer oder halb voll? Halb voll. Gehst du lieber in eine Bar oder lieber zu Hause? Bitte? Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause? Ja, ich gehe auch gerne mal aus. Ich möchte unter Leute sein, weil ja, zu Hause kann ich immer alleine sein. Okay, die Frage kann ich mir eigentlich schon beantworten, aber Pumps oder Sneakers? Sneakers. Nein, natürlich, war jetzt einfach nur... Also du hattest bestimmt schon mal Hackenschuhe an, oder? Einmal in Sambia, da habe ich mir die von einer Freundin geliehen, habe dann meine Fußballhose angezogen, ein Trikot und dann so, sind das so High Heels, die Pumps? Ja. Ja, genau. Ja, und dann habe ich, ja, schrecklich. Und was war der, also einfach auch just for fun? Just for fun, einfach mal zu zeigen, so, ne, ich habe auch eine weibliche Seite. Aber jeder hat gesehen, ne, komm, zieh die Schuhe aus. Das ist ja bei mir ungefähr genauso, wenn ich mal so, ich weiß, ich habe ja so auch so eine kleine Affinität, ich finde das ja schön, die stehen ja bei mir schön im Regal. Und wenn ich die dann mal anziehe, denke ich so, oh Gott, nee, das geht gar nicht. Ich sehe da drauf aus, also, weißt du, weil ich auch so... Ich kann da drin auch nur stehen. Ich könnte mich jetzt nicht bewegen. Sogenannte Stehschuhe. Job oder Familie? Job. Wasser, still oder mit Sprudel? Mit Sprudel. Natürlich, haben wir ja gestern. Oder mit Zitronengeschmack. Genau. Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Ja. Joggen oder Radeln? Joggen. Sommer- oder Winterurlaub?
Sommer. Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn fahren oder mit mir ins Oktagon steigen? Mit dir ins Oktagon steigen. Das glaube ich dir direkt. Du würdest auch sofort, ja, auch komm, geil, Attacke. Für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein? Nein. Aber die Millionen wäre schon schön auch für so ein Projekt, wa? Für das, was du vorhast, wäre halt perfekt. Auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte nichts von mir dafür abgeben wollen. Weil dann kann ich weniger geben, ne? Weil ich bin ja das nur das Geld reicht nicht, weil es muss auch eine Person da sein, die es vermittelt, weitergibt, ja, vor allem. Ja, auch da, wo es hingehört. Mhm. Mhm. Peter, mit welchen 3 Wörtern oder Attributen würdest du dich beschreiben? Willensstark. Natürlich auch manchmal trotzig. Gehört dazu, um willensstark zu sein. Ja. was gibt's denn noch? Es gibt so viel, was man sagen kann. Ja. Du kannst auch mehr sagen als 3. Mm. Nur viele sitzen da auch mit 3 Sachen. Ja, das fällt dir manchmal gar nicht ein. Neugierig auf Projekte, also und abenteuerlich. Hm. Angstlos, ohne Angst, also keine Angst. Furchtlos. Furchtlos, genau. Ja. Und ein bisschen verrückt. Und ja, stark, auf jeden Fall. Was bedeutet dein Armband? Da steht da was drauf? Be strong. Das hatte ich mir ausgesucht für den Bergstieg Kilimanjaro, für den Weltrekord, den wir geholt haben. Und du warst auf dem Kilimanjaro? Ja, vor 4 Jahren. Heute vor 4 Jahren haben wir gefeiert. Da haben wir den Weltrekord geholt auf 5.720 Meter, das höchste Fußballspiel der Welt gespielt. Wir waren 32 Frauen international. Wir sind zusammengekommen für dieses Projekt. Und es war eine einmalige... Ja, es war Wahnsinn, dieses Projekt. Also ich bin vorher nie einen Berg raufgeklettert oder gegangen. Aber als ich gehört habe, so, es ist für Fußball und wir wollen damit Frauen und Mädchen erreichen, so zu zeigen, wir sind stark genug, um... Da warst du schon längst losgelaufen. Und der wir sind stark genug, um wirklich alles zu machen, ne? Genauso wie die anderen auch. Ja, du flasht mich wirklich immer wieder, das muss ich erinnern. Da einfach mal Kilimanjaro und hab da einfach nach oben gespielt. Und da waren Kamerateams und alles. Ja, ja. Leider ist es gar nicht so veröffentlicht worden, wie es dann ist, wenn Frauen das machen. Ne? Hm. Und ich finde es so schade, weil das war eine anstrengende Sache. Wir haben viel gegeben und schon die Idee allein von Laura Jansen, dass die diese Idee hatte und dann sind wir auch so zusammengekommen. Wir sind 7 Tage raufgegangen. Wir mussten uns akklimatisieren natürlich. Es war so schwer. Und der Anstieg zum Spiel hin, wir sind nachts losgegangen, so um 2:30 bei minus 20 Grad. Die Getränke waren nach einer Stunde schon eingefroren. Oh Gott. Und wir sind dann, glaube ich, 6,5 oder 7 Stunden rauf durch die Nacht. Oh, es waren Bilder. Sonnenaufgang. Den hat man noch nicht gesehen. Ja. Wahnsinn. Ja. Und dann im Anschluss einen kleinen Frühstückssnack und dann 90 Minuten nach FIFA-Regeln. Die mussten erstmal so ein Spielfeld da aufbauen. Mit, wir hatten jetzt die Seitenlinien, die wurden eingeritzt und dann mit Mehl sichtbar gemacht, weil es ist ja Naturschutzgebiet. Ah, hier, da darf man nicht raufspringen. Es war so genial. Und es hat wirklich alles aus einem rausgeholt. Auch schon die Vorbereitung. Es war so genial. Ja, dann dieses Spiel. Und nach dem Spiel natürlich noch mal rauf zum Gipfel. Noch mal 2 Stunden marschieren. Und am gleichen Tag auch wieder runter auf 4.800. Da war unser Camp. Runter war schön, war fast wie Skifahren. Ich stelle mir so Skifahren vor. Man kann so rennen und immer so seitlich abbremsen und so. Das alles an einem Tag. Und das war bis jetzt die härteste Herausforderung für meinen Körper. Aber ich habe es geschafft. Also ich habe auch gespielt. Und es war super, super cool. Ja. Der Wille ist echt krass, was der macht, wa? Ja, und Dana Rösiger, die ist auch eine von Discover Football.
das ist eine Fotografin, die hat mich da hingebracht. Die hat mich gefragt, Petra, hast du Bock? Und ich sage, na klar, natürlich. Ich weiß aber noch nicht, worum es geht. Meine ich, ist egal. Bin dabei. Und dann hat sie mir 2 Wochen später oder so eine E-Mail nachts geschickt. Hör mal, die wollen Kilimanjaro rauf. Und, ja. Und meine ich, hey, schreib den, ich will. Frag nach, ob ich zu alt bin. Ich will auf jeden Fall mit. Und hat die alles für mich so erledigt und ja, ich war so glücklich, da mitzumachen. Großartig, du musst mir das bitte mal dazu ein bisschen Material schicken, ich muss das mal sehen. Ja, ja. Das können wir auch mal dann, wenn das Video rauskommt, verlinken, weil es lohnt sich. Ist schon längst, ist schon alles alte Geschichte, aber es ist nirgendwo. Letztes Jahr war ich, das war auch noch lustig, unser Film, Das Wunder von Bern, lief bei 11 mm Fußball. Ach, bei dem Fußballfestival, genau. Ja, ich erinnere mich. Und dann hat man mir gesagt, dass ein Tag später Kilimanjaro läuft. Da meine ich, da war ich da auch Teil von, bin ich mit draufgegangen. Warum passiert das so? Ja, wissen sie auch nicht. Da hat diese Produzentin, denke ich mal, einfach mal so gesagt, so jetzt lässt sie den Film in Deutschland laufen. Ja. Und unmöglich. Ich habe mich wirklich geärgert, weil ist eine Protagonistin und wird gar nicht informiert. Ich habe die auch angeschrieben und habe ja auch Kontakte erzählen. Ja, klar. Mm. Ja, ja. We love you all. Mm. Mm. Aber ist das schön, dass immerhin hast du es mitbekommen und immerhin konntest, warst du dann ja wahrscheinlich auch da. Und nee, ich bin an der... Bist du wieder abgereist? Ja, ja, klar. Weil ich musste wieder arbeiten. Oh. Mm-hmm. Ja, weil ich wusste gar nichts davon vorher. Das ist schlimm. Mm. Das ist wirklich schlimm. Gerade so eine Sache, die mit so viel Herzblut gemacht Ganz wird. Ganz genau, ja. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Du musst weiter Fragen beantworten. Ich liebe Doppelpunkt. Afrika. Ja, es ist so. Es ist so. Ja, toll. Ich hasse? Ich hasse Rassismus, Vorurteile gegen jeden. Nee, reicht eigentlich. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch viel mehr einsteigen in dieses Thema. Was hasse ich denn noch alles? Dass man ungerecht behandelt wird, wie zum Beispiel mit solchen Sachen. Mhm. Ne? Man bekommt keine Anerkennung, was für die Frauen zur heutigen Zeit immer noch ein Problem ist. Ob ich es bin mit so einer Sache oder ob es Nationalspielerin, generell der Fußball, wo Frauen spielen. Mhm. Genau. Anerkennung oder auch in Jobs, der Verdienst und wie man mit uns umgeht im Job, auch mit uns als Tagespflegeperson. Das sind so Sachen, die ich hasse und wo ich dann aber für mich den Cut suche und sage, so ich kann das nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung oder mein Vorgehen damit ändern, indem ich sage, so gut, dann packe ich es an die Seite. Mhm. Ja, das ist richtig. Ich glaube, alles andere macht einen auch auf Dauer nur wütend, krank Ganz und genau. mürbe. Ja. Ich kann es mir bei dir eigentlich fast nicht vorstellen, aber ich stelle es trotzdem. Was war dein größter Fehlkauf? Fehlkauf? Also was hast du dir gekauft, wo du gedacht hast, danach, ey, bin ich bescheuert, warum habe ich das gekauft? Oh. Oh. Was habe ich mir denn gekauft, was nicht gut war? Da fällt mir jetzt gar nichts ein. Wahrscheinlich hast du immer alles gut durchdacht, oder? Nee. Nee. Natürlich tausche ich auch viel um. Aber jetzt müsste ja auch eine größere... Nee, kann auch was Kleines, das ist ganz egal. Aha, okay. Ach so, ich hatte mal mir ein Auto gekauft, wo ich dachte, ach, der sieht ja ganz flott aus. Und das war die größte... Ja, war kein schönes Auto. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll, welche Marke das war. Ja, doch, das war eine Sache, da habe ich mich geärgert, da habe ich viel Geld bezahlt und in den Sand gesetzt. Mm. Mm. Und dann hast du wahrscheinlich nicht mal Garantie gehabt, ne? Nee, war ja ein Gebrauchtwagen und von Privatpersonen, die haben dann... Schade. Und eigentlich ist ja, eigentlich gerade du kennst dich ja aus, ja? Haben sie dir schon was vorgemacht oder was? Ja, sozusagen, weil in den Motor kann man nicht reingucken und war übelst, ja. Shit. Was war denn dein schönster Moment ever? Können auch mehrere sein. Du musst, das muss gar nicht auf einen, aber so, wo du sagst, ey, das sind so Momente, wenn ich mal nicht mehr bin, dann blicke ich darauf zurück. Das sind die sportlichen Momente, natürlich. Aber auch 2002, als meine Nichte geboren wurde, wo ich
einfach eine Person hatte, wo ich sagen konnte, so, und du gehörst in mein Leben und ich werde mich für immer und ewig um dich kümmern. Mhm. Versuchen zumindest. Ja, und ansonsten sportliche Momente und wie schon beschrieben, ne, es fing an, überhaupt Fußball zu spielen, mit den Jungs diesen Spaß zu haben, komplett durch. Das, mhm. Also ich habe keinen speziellen Punkt, weil es war ein Werdegang, der mir bis heute richtig gut gefällt, wo ich jetzt sagen kann, wow, ne? Ich habe mich überall durchgesetzt. Oder ja, da war diese Situation. Da war ich in der Ausbildung, da hat mein Chef mir gesagt, so, du musst sonntags arbeiten. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, oh sorry, geht gar nicht, ich muss spielen. Mhm. Ne? Ja. Dann meint er, nee, müsstest du, aber dann bin ich angekommen mit Jugendschutzgesetz und so. Oh. Und dann meinte er, okay, du musst nicht kommen. Dann bin ich montags zur Arbeit und dann meinte er, ist besser, unsere Wege trennen sich. Passt nicht. Mhm. So, dann bin ich, das war eine Arztpraxis, ne? Dann bin ich von da aus sofort in der gleichen Woche, bin ich dann zur Kraftfahrzeugmechanikerin geworden. Passte besser, ne? So, dann war 89, muss man sich mal überlegen, 89, Europameisterschaft kam. Wir wollten ins Trainingslager und da hatte ich noch keinen Kreuzbandriss. Hm. Da sagt mein Chef, nee, da kannst du nicht hin, weil ich fahre zur Kur. Und dann habe ich gesagt, es ist Europameisterschaft, ich bin Spielerin. Ich fahr du zur Kur, ich kündige. Also das waren so Momente, wo ich wirklich dann gesagt habe, nee, also sowas macht ihr gar nicht mit mir, ne? Das ist meine Sache, mein Ding, meine Freizeit und mein Ein und Alles, ne, ja. Der Fußball. Und da konnte ich dann auch ganz locker dann meine Krallen zeigen, ne? Er hat mich nicht gekündigt oder ich musste nicht kündigen, er hat seine Kur verschoben. Mhm, ja. Aber das ist großartig, das ist wirklich Hammer. Ich glaube, dass, also alle, die das jetzt hören, die sollten sich das auch echt mal, also wenn sie, die nehmen sich das 100% zu Herzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was ist, was bleibt. Mhm, also ja. Wenn dir was wichtig ist, in den Herzen angelegen, genau. Dann steh dafür ein, egal, ja, no matter what. Ne? Mhm, ja. Weil, wie du schon sagst, und das ist auch meine Einstellung tatsächlich, wenn sich eine Tür schließt, dann geht eine andere auf. Auf jeden und so Fall. Muss man es auch sehen. Mhm. Klar tut es manchmal weh und es ist nicht schön und es ist vor allen Dingen eine Demütigung ja irgendwo auch. Und nichtsdestotrotz, genau, so ein selbstbestimmtes Leben, das können wir ja in Deutschland führen, kann man ja so sagen. Mhm. Das haben andere Menschen nicht, diese Möglichkeit. Mhm, genau. Und da muss man einfach sagen, so. Ja. Und das finde ich toll. Ja. Absolut. Mhm. Jetzt wird es spannend. Tum. Was würde uns an dir überraschen, was vielleicht noch gar keiner weiß? Oh. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn mir was dazu einfällt. Lass mich mal überlegen, was würde andere überraschen? Ja, ich glaube, da gibt es gar nichts. Ich kann keinen überraschen. nee. Also ich sag mal so, es ist ja so, Leute, die dich kennen oder regelmäßig sind, die wissen ja, also ist ja, weißt du, deswegen, ich finde immer so Events oder auch jetzt Podcasts dann immer so, da kann man sich mal zurecht machen, sonst ist man ja immer irgendwie nur in Trainingssachen. Ich kenne dich eigentlich auch nur immer so ein bisschen sportlicher. Ja. Hattest du jemals ein Kleid? Damit haben meine Eltern mich früher bestraft und dann habe ich so, warum soll ich das noch? Ja, es war wirklich so. Die haben dich bestraft, ja, dass du ein Kleid anziehst? Zur Strafe ziehst du heute ein Kleid an und dann muss ich mit oder in einem Kleid zur Schule. Das war Diskriminierung. Das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben. So. Ich habe dann versucht, die Kleider kaputt zu machen, damit ich die nicht mehr anziehen muss. Das war wirklich die härteste Strafe, die man mir auferlegen konnte. Stubenarrest habe ich mich mit abgefunden. Ja. Aber so, und heute ziehst du ein Kleid an. Oh. Ich erinnere mich noch, es war bei mir so, wenn es hieß, Strumpfhosen anziehen. Ach, ja. Oh. Heutzutage finde ich es ja irgendwie... Das gehört dazu, ja. Aber damals diese furchtbaren Strumpfhosen, hat man immer das Gefühl, man wurde ausgelacht, dass man Strumpfhosen trägt. Weißt du noch, die am Popo noch so eine... Welche meinst du denn? Diese Strickstrumpfhosen? Ja, Strickstrumpfhosen. Ey, ich fand das ganz schlimm. Nein, nicht mehr Socken anziehen. Nein, du ziehst nicht Strumpfhose an. Also, das war immer dann ganz froh, wenn die Jungs auch eine Strumpfhose anhatten. Ja. Gab ja damals, die Jungs haben auch Strumpfhosen getragen. Ja gut, in meiner Zeit weniger. Ja? Ja. Die brauchten das nicht. Ja, da war ich neidisch manchmal, was die durften und was ich nicht durfte, ja. Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich glaube, das kam tatsächlich eher so, als ich älter wurde, weil früher war für mich so, oh Gott,
Also Weiblichkeit bzw. Kleider und diese ganzen Sachen, nee, möchte ich nicht haben. Nee, also bei mir ist dieses Thema auch ja, gar nicht. Ich glaube, ich habe das dann auch erst so später akzeptiert, dass es schön ist, mal auch ein bisschen Schminke und Aber nichtsdestotrotz bin ich immer so, wenn ich mich mal sozusagen feminin kleide, mit einem Kleid, da brauche ich immer irgendwas, was so ein bisschen auch so Rüpel ist. Zu einem Kleid mal ein Cowboystiefel oder, weißt du, irgendwie immer so. Oder wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Kleid, dann muss dazu noch ein Turnschuh oder so. Das ist verrückt, wa? Dass man da einfach so einen kleinen Knall hat. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, so jetzt drauf zu achten, so jetzt mal so ein bisschen Weiblichkeit reinbringen. Ich nehme mich so, wie ich bin. Und das ist für mich dann, glaube ich, wie verkleiden oder so. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass der Verkleiden auch Spaß macht. Nee, also nicht in diese Richtung. Ja, vielleicht so, ne, als Footballer oder sowas, aber nicht, nee. Kann ich nicht. Da könnte ich auch keinen mit überraschen, weil das wäre für mich so eine Hemmschwelle. Oder ich würde es gar nicht wollen. Hm. Ich würde es nicht machen. Nee, kann ich. Dementsprechend kann ich auch keinen damit überraschen. Worauf achtest du denn eigentlich bei anderen Menschen? Also wenn du einen Menschen kennenlernst, was ist das, was dir so wichtig ist oder wo du drauf achtest als erstes? Ja gut, Ehrlichkeit kann man jetzt nicht beim ersten Eindruck erfahren. Aber halt, dass man offen miteinander reden kann. Dass die Person zuhört, aber auch von sich redet. Mhm. Einfach diese Offenheit, das finde ich schön. So wie bei unserem Gespräch auch. Wir haben uns gesehen in Berlin und haben uns sofort verstanden. Wir sind ins Gespräch gekommen und ja, solche Menschen liebe ich. Ja, ne, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du immer jemanden irgendwas fragst und dann kommt nur nein oder irgendwie mal so und dann kommt aber keine Frage zurück. Mhm. Das finde ich ganz befremdlich. Ja, ja. Mhm, ja. Da frage ich, was ist denn los mit denen? Fehlt denen Empathie? Was ist das? Also man kann ja auch mal, also wenn man so das jetzt überspielt, da kann man noch einmal so ein, zwei Fragen, das so ein bisschen... Könnte man. Hast du so eine Menschen mal kennengelernt? Ist komisch. Ach, bestimmt, aber die habe ich dann auch schnell wieder abgelegt, weil was willst du damit? Ist ja die braucht man nicht. Genau, die verbrauchen Energie. Mhm. Genau. Absolut. okay, das ist jetzt eine gemeine Frage. Mhm. Schieß los. Die habe ich mal dem Dr. Michael Lehnert gestellt, auch, und zwar: Was würdest du an deinem Körper ändern lassen? Und er hat gesagt, er würde sich die Haare machen lassen. Was würde ich an meinem Körper ändern lassen? Ja, einiges. Aber nicht Haare. Nee, Haare nicht. Nein. Ja, da wäre was, so, ne, von der Haut her, so, ne? Dann würde ich mich auch wieder trauen, schwimmen zu gehen. Ich gehe nicht mehr schwimmen. Und wenn ich mal ins Wasser gehe, dann nur in T-Shirt und Fußballhose. Ist ja auch schick. Ja, das wäre so eine Sache. Meinst du, das ist auch so ein bisschen dein, also sozusagen der Sportlerkörper, den man sozusagen in jüngeren Jahren hat und man sozusagen, man wird älter und man muss feststellen, oh Mann, der Körper verändert sich. Meinst du, das ist vielleicht eher das? Nee, es ist durch eine Krankheit gekommen. So eine Autoimmunkrankheit. Und die hat mich so innerhalb eines halben Jahres so weit von versetzt. Also ja, es war grausam. Und von da, ich bin nicht damit klargekommen, bis heute nicht. Und deswegen... Ich meine, weißt du, was ich halt auch so krass finde? Es wird ja zum Glück immer mehr auch thematisiert. Also ich mag die Post-its, ich mag weder die einen Extreme noch die anderen, das muss ich mal dazu sagen. Aber darum geht es nicht. Es geht generell um den Fakt zu erkennen, hey, Body Positivity, ne? Sozusagen mit der gottgegebenen oder erdgegebenen Hülle umzugehen und das Beste daraus zu machen. Weil es gibt ja so viele, die so mit sich so überhaupt nicht im Reinen sind und dann immer also auch so komisch werden. Aber ich glaube, es ist toll, wenn man es schafft, mit sich irgendwie in Einklang zu kommen und zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist nicht zu ändern. Bei manchen Sachen, bei manchen Frauen, wo ich sage, oder verstehe ich auch, dass sie sagen, okay, ich möchte die eine oder andere Geschichte machen lassen an meinem Körper, damit ich mich wieder so voll wohlfühle. Ne? Zum Beispiel Menschen, die mal dicker waren, die dann sagen, oh, meine Brust. Mm. Oder nach einem Kind oder nach mehreren Kindern oder so. Ja? Aber so dieses, was aktuell so vorgelebt wird, diese ganze Fake-Welt, ne? Das haben wir ja auch schon besprochen, das ist einfach, ich mich jedes Mal so schade. Eigentlich schade, dass unsere junge, heranwachsende Generation jetzt so einen Quatsch mitnimmt und sowas für sozusagen Realität hält. Mm, genau. Und dass sich da immer mehr angleicht, ob es jetzt die Lippen sind oder... Ja, ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und immer nur... Genau. Die wissen gar nicht, was sie sich da antun. Ja. Und sehen einfach nur immer online so, da ist eine Person oder zwei, die machen diesen Quatsch und alle Mädels
dann sofort hinterher. Ne? Ja. Und weißt du was? Und gestern Abend, wir haben uns gestern gesehen, aber ich habe dann zu Hause noch ganz kurz ein bisschen Social Media angeguckt und du kennst bestimmt Caroline Kebekus, oder? Mhm. Ey. So eine geile Frau, Caroline Kebekus. Also an dieser Stelle, wenn du das hörst, ich würde dich gerne auch mal hier haben. Jedenfalls, sie hat dann ein Video gemacht. Da haben sich irgendwelche Leute in irgendeiner Sendung über ihre Arme, dass die so wackeln, lustig gemacht. Mhm. Ich meine, ey Leute, habt ihr keine anderen Probleme, euch über meine Arme zu unterhalten? Ihr habt ja sogar mit Timecode angegeben. Aha, an der Stelle ist es am schlimmsten. Ach, sagt nein. So, sie sagt so, was soll ich machen? Bindegewebe, ist so. Ich muss damit leben. Und ich fand dieses Video sowas von stark, weil du komplett alles, was gesagt wird, damit entkräftest. Ne? Einfach so, ja, okay. Ich habe ein schwaches Bindegewebe, was soll ich machen? Ich bewege mich, ich muss jetzt damit leben. Ja. Und wenn ihr euch jetzt darüber aufgeilen müsst, als würde es nichts anderes auf dieser Welt geben. Ne? Ja. Gibt da so viele schwachsinnige Sachen. Nee, aber das ist mal nur an dieser Stelle, das fand ich wirklich stark, weil man musste erstmal als so bekannte Frau den Mut haben, dich dahinzustellen und sagen, ja, gut, wackelt halt. Ja, genau. Ja, so ist es. So, liebe Petra, eine letzte Frage und dann bist du entlassen. Klingt immer so ein bisschen blöd, ne? Aber dann ist tatsächlich... Schade vor allem auch, ne? Aber du glaubst, es ist fast die Stunde schon wieder um. Aha, ist das krass? Okay. Ja. Mhm. Aber das war vorhin schon mal auch anklingen lassen. Aber jetzt möchte ich nochmal von dir so haben, Women Hit Harder, was bedeutet das für dich? Meine Erfahrung weiterzugeben an Frauen, die noch nicht so weit gekommen sind, sich durchsetzen zu können, die ein anderes Umfeld haben, wo die eingeschüchtert werden, dass man einfach dieses Empowerment so, ne, überall hinstrahlen kann. So, und wir sind in der Lage. Ich bin bereit dazu, ich bin auch in der Lage, ich habe es gemerkt, wie ich bei den Frauen und Mädchen ankomme und mir macht es Spaß. Und dieses Women Hit Harder, ich finde das hier so genial, auch jetzt endlich mal dabei zu sein, nach langer Zeit geplant und heute war es dann endlich soweit. Ich finde es super cool, was du hier jetzt machst und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Oh. Ja, wirklich. Danke, das bedeutet mir sehr viel, das bedeutet mir viel, wenn ich auch merke, dass, weißt du, von so Menschen wie dir oder auch, wenn manchmal so Kommentare kommen oder Menschen, die dann sagen, ey, danke, dass es das gibt. Ich habe echt tatsächlich meine Einstellung zu gewissen Dingen vielleicht überdacht oder verändert oder so. Ja. Das ist wirklich toll. Deswegen, ich bin wahrscheinlich, also zwar jetzt nicht im Fußballbereich, aber auch in meinem Sport, beziehungsweise damit auch, ich glaube, da schaffen wir gerade echt viel. Ja, ja. Ja. Und wenn Name Programm wird und sich auch mehr Frauen vielleicht Dinge trauen oder wir dafür sorgen, dass eventuelle Missstände ausgeräumt werden oder so. Ja? Ganz genau. Einfach auch zusammenhalten. Das ist auch noch so eine Schwäche der Frauen. Genau. Überall. Ne? So, wenn welche in der Führungsposition sind, das heißt nicht, dass die Frauen von unten mitnehmen, sondern manchmal das Gegenteil. Und da müssen wir uns alle mal Gedanken machen. Wir müssen zusammenkommen. Nur wenn wir uns zusammentun, haben wir eine Stimme. Und wir sind leise. Also wer soll was ändern? Warum soll jemand was ändern, wenn wir leise sind. Ne? Wir sind so gewohnt, ach, die sollen das mal klären oder die sollen mal das und das machen. Nein, wir müssen aufstehen. Wir sind gefragt. Wir müssen sagen, hey, nein, das machst du nicht mehr mit uns. Ja. Aber da müssen wir die anderen noch hinkriegen. Ne? Und dann kann eine ganze Menge passieren in einem Land. Auch in Deutschland. Wir müssen bereit sein. Ja, ach, Petra, ey. Wahnsinn. Also ich danke dir. Siehst du sogar, du hast heute nochmal meinen Tag erhellt. So, mir sind auch nochmal ein paar Dinge, glaube ich, klarer geworden. Und ja, also wenn du möchtest, gehören gerne die abschließenden Worte dir. Du kannst ja auch nochmal sagen, so dein Lebensmotto, kannst sagen, was du willst. Bitteschön. Oh, ja, wir können was bewegen in unserer Sache. Ach, aber ich habe es gerade eigentlich schon alles so verfasst. Also wir müssen uns auf einen Weg begeben, wo wir wirklich wissen, so wir Frauen, wir sind stark. Egal, ob jung, ob alt, wir müssen einfach nur Stellung dazu nehmen. Wir müssen uns äußern und nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern wir müssen es nach außen rausgeben. Es bringt nichts, einfach nur kleine Unterhaltung. Wir müssen uns zusammentun. Es läuft so viel schief für die Frauen, auch hier in unserem Land. Und das geht nur über laut werden. Dann hört man uns. Also an alle, die jetzt mal zuhören. Und zusehen. Ja, genau. Bewegt euch, kommt zusammen. Wir können zusammenhalten. Ist eine neue Erfahrung für viele. Aber es ist noch nicht zu spät. Auf keinen Fall. Nein, es ist die richtige Zeit jetzt. Es ist überall ein Wechsel und da können wir richtig gut mitmischen.
Mensch, Petra Landers, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du da warst, dass du das Servi an dieser Stelle mitgebracht hast, dass wir daraus getrunken haben. Danke DFB nochmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinen Formen. Ich hoffe, dass wir eh in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz großartig, was du machst, was du bewegst, weißt du, so selbstlos einfach solche Projekte aufzuziehen. Ja. Und ich wünsche mir wirklich, dass dann auch die Männer mal einschreiten und so ein paar Sachen noch bewegen. Oder auch die Frauen, die die Mittel haben. Mhm. Und ich danke dir. Ja. Alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.